In Dreierraids ist aktuell Maske Regen und ich will hier zeigen, wie man es allein besiegt. Gegen Ende werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konter vorstellen. Maske Regen ist ein Käfer- und Flug-Pokémon. Dementsprechend sind sehr effektiv Pokémon von Typ Gestein, Feuer, Elektro, Eis und Flug. Als erstes setze ich mein Gesteins-Pokémon ein, nämlich Ramaidon. Er hat den Angriff Katapult und die Ladeattacke Steinhagel. Gesteins-Pokémon sind wirklich sehr starke Pokémon gegen Maskeregen. Dementsprechend setze ich es auch als erstes ein. Allerdings, Ramaidon hat natürlich eine kleine Schwäche. Er hält nicht so lange durch. Er macht zwar sehr viel Schaden, aber ist ziemlich schnell weg. Deswegen bin ich froh, wenn ich jede Ladeattacke, die ich hier noch durchbekomme, abschließen kann, um möglichst viel Schaden zu machen. Man sieht schon, es ist schon die Hälfte des Lebens weg, allein durch dieses eine Gesteins-Pokémon. Jetzt kommt mein Elektro-Pokémon, nämlich Elevoltik. Er hat einen Angriff Donnerschock und die Ladeattacke Stromstoß. Er hält schon länger durch, macht aber dafür weniger Schaden. Das Einfachste ist natürlich, man setzt einfach nur Gesteins-Pokémon ein, denn die machen am meisten Schaden und erledigen ihn am schnellsten. Aber ich möchte hier noch ein paar andere zeigen, denn jetzt sieht man schon, Maske Regen ist schon im roten Bereich, das heißt, lang wird er nicht mehr überleben. Aber ich komme noch mit meinem Gramschef zum Zuge. Er ist ein Unlicht- und Flug-Pokémon und hat den Angriff Piekser und die Ladeattacke Himmelsfeger. Wie man jetzt schon sieht, es ist im tiefroten Bereich der Maske Regen. Das heißt, er wird nicht mehr lange durchhalten. Ein bisschen über die Hälfte der Zeit ist vorbei und jetzt ist auch wirklich zu Ende. Das heißt, der Gramurx hat jetzt ihn noch besiegt. Also, jetzt mal anschauen. Shiny kann er nicht sein. Leider. Dementsprechend kann ich nur hoffen, dass er eine gute Bewertung hat. Also, okay, damit es nicht so lang dauert, das Fangen, nehme ich die goldene. Ich habe genügend davon. Sonst hätte ich bei diesem Pokémon nicht unbedingt die goldene benutzt. Aber dann geht es schneller. Und hoffentlich gleich beim ersten Wurf, dass er drin bleibt. Ja, er ist drin geblieben. Dann kommt das Interessante natürlich. Was hat er denn für eine Bewertung? Und er hat, wow, 3 Sterne, 98%. Richtig gut. Jetzt möchte ich euch noch einige Pokémon vorstellen, mit denen ihr diesen Raid-Boss leichter besiegen könnt. Zu einem Despotar mit Katapult und Steinkante, Terrakium mit Katapult und Steinhagel, Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller, Elevoltik mit Donnerschock und Stromstoß, Ramaidon mit Katapult und Steinhagel, Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller, Geowatz mit Steinwurf und Steinkante, Alola Geowatz mit Steinwurf und Steinkante, Gramschef mit Piekser und Himmelsfeger und sogar ein Mogelbaum mit Steinwurf und Steinhagel ist da sehr gut. Hast du Fragen zu dem Video? Dann schreibe sie bitte in die Kommentare. Bitte gib auch einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat, beziehungsweise abonniere meinen Kanal, um kein neues Video von mir zu verpassen.